Hier ist LP, Leute. Kleiner Shogun 2 Livecast. Spiele mit meinem Zweitavatar. Bin den am Hochskillen, der ist jetzt erst Level 7. Und ich brauche vor allem Clanmarken. Deshalb bin ich am Clanmarken-Balzen. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mal wieder was auf. Mein Gegner heißt Ren Camps. Wir spielen auf Aki. Ja. Hoffe, dass ich nicht wieder ein Cav-Spammer. Nämlich ziemlich viele Cav-Spammer in letzter Zeit. So. Ja, ich schreibe jetzt dann irgendwann mal einen Brief an CA, dass sie doch bitte nicht nur die Ladder-Matches so einrichten sollen, dass man dafür Clan-Marken kriegt, sondern vielleicht auch die Zufallsgefechte. Weil irgendwie stinkt's mir. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie viele Ranglistenspiele ich jetzt gemacht habe in den letzten paar Tagen. Ziemlich viele. Und irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, man kommt nicht vom Fleck. Weil ich die Clan-Marken immer wieder brauche. Ist schon was, wenn man einen zweiten Avatar komplett neu hochskillt, dann ist das, ja, ziemlich intensiv, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also, nicht unterschätzt. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie es ist, wenn man wirklich von Null anfängt, mit einem Avatar. Und ja, das ist so eine Sache. Tja, hier gehen wir auf Schwert-Dojo. Also ich habe eine ziemlich gemixte Armee eigentlich, würde ich sagen. Nichts Außergewöhnliches, einfach deshalb, weil ich noch nicht so gute Veteranen habe. Stärkste Einheit bei mir sicherlich die Feuerkavallerie. Aber ja, die ist auf Level 6. Die habe ich jetzt endlich so hingekriegt, wie ich sie gerne habe. Nach langer, langer Zeit. Die war ja bei meinem ersten Avatar, oder ist bei meinem ersten Avatar komplett verskillt. Ich bin eigentlich froh, dass ich das jetzt los bin, dieses Problem. Weil das ist doch ziemlich eklig. Mit so einer Feuerkavallerie, die einfach viel zu teuer ist. Ja, ich denke, das machen wir so. Mit dem BP Sam und den Schwertbegleiter hier. So. Ja. Ist schon ein spaßiges Spiel, dieses Shogun. Muss man sagen. Also mir macht's wieder ziemlich viel Spaß. Muss aber auch sagen, dass ich mich ein bisschen vorbereite auf die Turniere, die so anstehen. Und ich würde eigentlich die Turniere gerne mit meinem zweiten Avatar spielen. Mit ihm hier, mit Gizmo. Einfach eben, weil die DLC-Einheiten bei meinem zweiten Avatar nicht so verskillt sind. Mal schauen, ob es klappt. Ich muss den mindestens noch auf, denke ich jetzt mal, auf Level 8 bringen. So, das sollte aber zu schaffen sein. Und was ich einfach brauche, sind Clanmarken. Ich brauche Veteranen. Vor allem Nodachis. Also ihr seht, ich meine, ich habe Nodachis jetzt. Ich habe jetzt ein paar Nodachis auf Level 5, die mit 21 Nahkampfangriff. Ich möchte eigentlich mindestens 4 haben auf Level 6. Ja, und die Kavallerie ist auch so ein bisschen ein Problem. Ja. So, mal kurz schauen, ob ich alles richtig eingestellt habe hier. Jawohl, jawohl. Mein Gen. Ich darf meinen. Ich habe meinen Gen wieder vergessen. Das passiert mir zu häufig. So. Also, los geht's. Tja, mein Gegner, der hat einen Bogen-Gen. Tja, er sagt, er hätte meine verborgenen Einheiten gesehen, also meine Hidden Units. Wobei, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Ist nicht so entscheidend. So, da kommt er schon mit seinem Bogen-Gen an. Schauen wir, ob hier unten was ist. Ja, Bogenkavallerie.
Also einer, der ganz viel Bogenkavallerie und so ein Kasumpel mitnimmt. So, holen wir hier noch das Dojo. Ja, diese Bogen-Gens, das ist so eine Sache. Die nerven tierisch, finde ich. Was hat er hier noch? Bogen, noch mehr Bogenkavallerie. Ja, das ist doch garantiert wieder ein Cav-Spammer. Da würde ich jetzt drauf wetten, dass das ein Cav-Spammer ist. Tja. Ja, ein bisschen in den Wald hier. Ich meine, auf meine leichte Kavallerie kann er von mir aus schießen, das stört mich überhaupt nicht. Vielleicht ist, mal schauen, vielleicht passt er jetzt nicht auf. Was haben wir hier? Ja, noch mehr Kavallerie. Oh Mann, 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 Mann. Ja, vielleicht erwische ich ihn jetzt hier. Ja. Komm, komm, komm. Das könnte reichen hier, dass ich ihn erwische. Die Bogenkavallerie, ja. Ja, das ist ein Cav-Spammer. Klassischer Cav-Spammer hier. Mal wieder ein Cav-Spammer. Versteckte Einheiten, mein Lord, die uns heimtückisch auf so. Den Hinterhalt angreifen sollen. Boom. Stirb. Ihr solltet wirklich das mit dem Cav-Spam, das solltet ihr nicht machen, weil das bringt einfach nichts. Cav-Spam ist nicht effektiv. Ganz ehrlich. So unter uns gesagt. Aber es gibt trotzdem immer wieder ganz viele Leute, die das Gefühl haben, sie müssten Cav-Spam, einen Cav-Spam machen. Ah ja. Dann machen wir das mal so hier. Das dauert jetzt wieder, wenn ich gegen den hier kämpfen muss. Die BP Sams ein bisschen. Ja, und der rennt jetzt natürlich davon hier, ist ja ganz klar. Was man ein bisschen aufpassen muss dann jeweils, ist wirklich, dass man eben nicht. Ja, wie soll ich sagen? Dass man nicht. Doch nicht nur ein reiner Cav-Spam hier, sondern auch noch ein bisschen was zusätzlich. Aber eben. Die Sache mit dem Cav-Spam, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, was das soll, was sich die Leute dabei denken. Ich meine, das ist ja irgendwie. Naja. Was hat er noch? Hat er noch viel Bogenkavallerie? Ja, die Kavallerie, leichte Kavallerie. Also er hat noch seinen Bogen-Gen und dann hat er noch eine Bogenkavallerie. Zwei Bogenkavallerien. Naja, sind aber nicht geskillt. Naja. Das sind alles sehr schlechte Einheiten, die er hier hat. Also mit denen wird er nicht wahnsinnig weit kommen. Das sind keine guten Nahkampfeinheiten. Ja, noch ein paar Kriegermönche noch. Ah, ziehen wir uns mal wieder zurück hier. Bringt nichts.
die Weise. Ah, ja. Cav-Spam. Wieso machen die Leute das immer? Die haben wirklich das Gefühl, dass das was Sinnvolles sei, dieser Cav-Spam. Dabei ist das wirklich was vom Dümmsten, das es überhaupt gibt. Finde ich persönlich, zumindest. Naja. Oh, jetzt ist sein General aber ziemlich in der Bredouille hier. Das könnten wir ausnutzen. Schauen, vielleicht komme ich hier an ihn ran. Hm. Vielleicht auch nicht. So, haben wir hier noch eine Gruppierung jetzt. Mit den Lunden. Das ist jetzt aber nicht so toll, was er hier macht. Tja. Tja, da hockt er auf seinem blöden Hügel. Und wartet darauf, dass etwas passiert. In der weiten Welt. Tja, jetzt machen wir es folgendermaßen hier. Greifen wir einfach mal an. Dann hier hinten noch mehr Yari-Kavallerie. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. So. Seine Bogenkavallerie erwischen. Dann klappt das schon hier.
Dann ist er nämlich tot. Da hat er noch berittene Schützen hier in der Hinterhand. Muss man auch aufpassen. Komm, raus mit meinem General. Ah! Verschwinde, General, verschwinde! Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Naja, das war's. Ein toter Cav-Spammer mehr. Und jetzt droppt er sicherlich noch, der Typ. Ja. Ah, doch nicht? Ja, ist blöd, Mann. Naja. Also, das ist mal wieder Standard im Moment im Multiplayer. Sehr viele Cav-Spammer. Oder zumindest Leute, die... Der war ja eigentlich kein klassischer Cav-Spammer. Er hatte doch immerhin noch Infanterie mit dabei, aber... Ich meine... so gewinnt ihr nicht. Er hätte euch gerne eine bessere Schlacht gezeigt, aber naja... Das musste jetzt halt mal sein, mal wieder. Dachte, ich mache einfach mal zwischendurch einen Livecast. Boah. Wir können ja vielleicht noch eine Schlacht machen. Vielleicht finden wir noch was Besseres als diesen Cav-Spammer. Ist der nicht wirklich so toll? Ist mal so unter uns gesagt. Auch zum Zuschauen nicht. Ah, wenn ich noch eine Schlacht mache, komme ich auf Level 8. Das ist nicht schlecht. Dann ist Gizmo auf Level 8. Das ist Gizmo, das ist mein zweiter Avatar. Silberne Schuppen. Schön, schön. Das ist einfach wieder das, man kriegt dann all diese ganzen Rüstungsteile wieder von vorne. Und, ja. Was ist denn das jetzt für ein Rüstungsteil? Sag mal. Ich hätte lieber den Klingenmeister endlich vollständig hier. Da fehlt mir nicht mehr viel für den Klingenmeister. Mal schauen, was fehlt mir noch für den Klingenmeister? Hier. Noch dieses Datemono-Wappen. Zwei habe ich. Eins brauche ich noch. Ihr seht, die Karte habe ich schon fast vollständig erobert. Geht es eigentlich jetzt wirklich nur noch ums Aufputzen hier ein bisschen. So, die Insel hier habe ich noch nicht. Und dann einfach das hier. Ja, jetzt machen wir nochmal. Oh. Gut. Das gibt Erfahrung. Dann die Einheit muss ich nicht hochskillen. Ah, die ist auf Level 6. Gut. So, machen wir nochmal kurz Setup neu. Ist immer blöd, weil ich keine starke Kavallerie habe. Jetzt fehlt mir die Feuerkavallerie. Muss ich immer diese Yari-Kavallerie nehmen, die eigentlich nicht so stark ist. Nehme dann meistens noch eine Kriegermönchskavallerie dazu. Ja, die ist ein bisschen besser. Bisschen besser. So. Problem bei der Kriegermönchskavallerie ist einfach, finde ich, die ist zwar gut und alles und wunderbar, aber sie ist einfach langsam. Und ja, das macht es dann manchmal... Entschuldigung. Das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig. So. Also ihr seht, mir fehlt hier wirklich noch so einiges. Mir fehlen vor allem starke Schwerter. Und ja, so meine Standardaufstellung. Ich spiele ein ziemlich gemixtes Setup im Moment. Sicherlich nicht das perfekte Setup, aber es reicht. Es reicht. Was nehmen wir denn noch hier? Ja, ich nehme gerne noch einen Mönch mit oder den Bulletproof Samurai. Also den kugelsicheren Samurai. Das ist einfach eine geile Einheit, wie ich finde. Bin jetzt so ein bisschen so dazu übergegangen, eben, wenn ich weiß, oder wenn ich vermute zu wissen, dass es den einen oder anderen Cav-Spammer unterwegs hat, ja, dann nehme ich tendenziell eben dann nicht mehr so viele Schwerter mit, sondern auch immer wieder mal einen Kriegermönch. Weil es dann einfach ein bisschen einfacher. Wenn du dann vier Schwerter dabei hast und du kriegst einen Cav-Spammer, ja, ist dann einfach nicht so toll. Da hatte ich doch noch eine vierte Kriegermönchseinheit. Wo ist denn die jetzt? Eins, zwei, drei? Oder habe ich nur drei? Ah, ne, ich habe nur drei. Oh. Ich dachte, ich hätte vier. Nein. Sind nur drei.
Ja gut, dann machen wir es halt wieder auf die Old Fashioned Way. So, BP Sam habe ich nicht zur Verfügung. Ja, könnt vielleicht noch eine stärkere Lunte nehmen. Ist auch immer gut. Starke Lunten sind auch immer gut. So. Starke Vanillalunden und vielleicht noch zwei Schwertbegleiter. Da habe ich immer noch massiv. Ihr seht das Problem, ich habe gar nicht so viele gute Einheiten, die ich verwenden kann. Wobei ich könnte natürlich auch, ja, was ich natürlich machen könnte, ich könnte jetzt hier die Speere von Shizugatake nehmen. Jawohl. Das ist mal eine Einheit. Die schlimmste Einheit, die je erfunden wurde. Oder eine der schlimmsten, mal abgesehen von den berittenen Schützen. Die Speere von Shizugatake. Aber ich muss die im Moment nehmen, weil ich habe einfach zu wenig starke Kavallerie sonst. Also, ich komm gar nicht drum herum. Aber hier im 10.000er, denke ich, werde ich sie nicht nehmen. Da setze ich jetzt mal auf meine hochgeskillte Kriegermönchskavallerie. Plus vielleicht noch sowas hier. Nein, sowas. So. Zwei starke Nodachis, die ich hochleveln will. Diesen hier. Habe ich noch einen Katana mit dabei. So. Also ihr seht, es ist einfach so ein Standard-Setup, dass ich mir jeweils zusammenbastle und dann ein bisschen adaptiere, je nachdem, was dann so kommt an Gegnerschaft. Wirklich ziemlich gebalanced. Spiel ganz gerne mit diesem Setup. Ja. Gut, also suchen wir noch ein Spiel. Vielleicht kriegen wir noch was Schlaues, dann kriegen wir die Insel hier oben. Und ich hoffe nicht wieder so einen blöden Cav-Spammer, sondern vielleicht mal eine Challenge. Ich meine, man trifft. Gestern war das ganz witzig. Gestern habe ich gespielt. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Spiele gemacht. Und die ersten fünf Spiele waren alles Cav-Spammer oder irgendwie Level 2, Level 3. Und dann wird man dann so, ja, man schläfert so ein, weil es immer dasselbe ist. Man massakriert dann diese Cav-Spammer. Und dann habe ich noch ein sechstes Spiel gemacht und ich habe gedacht, ja, gibt es ja so wieder einen Cav-Spammer. Und dann zack, pum, RTK Twig. Also wirklich ein Top-Spieler. Gegen den habe ich dann auch verloren. Weil ich war irgendwie so eingelullt von diesem Cav-Spammer-Töten, dass ich gar nicht mehr geschnallt habe, irgendwie dann im letzten Spiel, dass ich vielleicht jetzt, ja, mich ein bisschen anstrengen sollte. Hat mich dann geschlagen. Aber es ist keine Schande, gegen RTK Twig zu verlieren, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe den auch schon geschlagen im Matchmaking, also es ist nicht so, dass das dann jetzt. Das war so eine Art Revanche. Ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn getroffen hatte, habe ich ihn geschlagen. Und diesmal hat er mich geschlagen. Tja. Aber eben. So ist es. Ja, Projekt Gizmo, also mein zweiter Avatar, der ist so ziemlich, spielt ziemlich viel Rangliste in letzter Zeit, einfach weil ich die Clanmarken brauche. Ich habe es mir ausgerechnet, für was, als ich angefangen hatte mit Gizmo, habe ich mir ausgerechnet, dass ich 160 Clanmarken brauche, um wirklich das Ziel zu erreichen. Also 4 Nodachis Level 6, 4 Yarikath Level 6 und die DLC-Einheiten richtig hochskillen. Ja, und mittlerweile habe ich etwa die Hälfte davon. Vielleicht knapp die Hälfte. Nicht ganz. Also habe vielleicht irgendwie jetzt 90. Ich muss noch ungefähr 90 Clanmarken muss ich holen. Dann habe ich es dann geschafft. Ja, wen haben wir da? Oh. Tja, 5000 Koku Gefecht. Also ihr seht, das ist so ein bisschen Standard im Moment. Wieso kommt jetzt nicht RTK Twig? Das wäre doch jetzt cool gewesen. Dann hättet ihr wenigstens was zu sehen bekommen hier. Stattdessen muss ich euch jetzt so ein dröges, wirklich extrem dröges 5000 Koko-Gefecht zeigen. Naja. Ah, wobei, das ist keine gute Idee. Ah, zu teuer. Ah, gut. Die muss ich eh hochskillen. So, dann nehmen wir noch den hier raus. Ich habe leider den Klingenmeister nicht, aber für, wenn man Schwertbegleiter mitnimmt, dann ist es immer gut. Und ich weiß, es ist eigentlich schweinisch hier, dass ich gegen so einen Anfänger diesen Spam bringe, also diesen Begleiter-Spam. Aber hey, ich habe irgendwie kein weder Zeit noch Lust, um hier groß, ich weiß auch nicht, Yari Ashigaru und Bogen Ashigaru ins Feld zu führen, nur damit das fair ist, weil ich brauche ja die Punkte. Ich nehme an, ihr werdet mir das verzeihen. Ja, mein Ziel ist eben, dass ich vielleicht an dem Turnier, das kommt, an dem VMS-Turnier, möchte ich eben mit meinem Zweitavatar antreten. Das mache ich aber nur, wenn ich vielleicht noch einen Klingenmeister kriege bis dahin. Plus, wenn ich wirklich.
ja, diese Veteranenkriege, die ich möchte, denn sonst macht das nicht viel Sinn, dann ist es einfach extrem riskant, weil dann musst du dich wirklich nur aufs Micro verlassen, wenn du dann einen Gegner hast, der wirklich gute Einheiten hat und der weiß, wie das Spiel geht und der vielleicht auch noch Retainer hat, die dich droppen, dann kannst du das eigentlich vergessen, diesen Plan. Deshalb, ja. So, machen wir hier mal so und so und so. Zack, ist ganz wichtig, wenn du, wenn man mit so einem, ja, Begleiter-Spam spielt eigentlich, dass man die Dojos holt. Dojos sind extrem wichtig, finde ich, mit einem Begleiter-Spam. Weil die machen dann diese Begleitereinheiten, die ohnehin schon sehr stark sind. Ah, jetzt hätte ich natürlich noch was nehmen können, was meinen General ein bisschen pusht. Naja, ich lasse das jetzt. So, also mal schauen, was haben wir überhaupt an Dojos? Bogendojo? Ja, die Werkstatt. Ich brauche die Werkstatt. Ganz eindeutig die Werkstatt. So, ich mache das mal so. Und ich mache es mal so. Die Kavallerie lasse ich hier. General kommt hier hin. Also Ziel jetzt hier, das Dojo holen. Bauernhaus brauche ich nicht. Bogendojo brauche ich nicht. Dojo holen und dann einfach drüber rennen. So. Gut, vorwärts, auf geht's, Jungs. Was hatten wir hier? Ashigaru, Bogen, ja, ja. Ja, der Klassiker. Wobei, der hat ziemlich starke Einheiten, also da brauche ich das Dojo schon. Müssen wir ein bisschen Verzögerungstaktik fahren hier jetzt. Der hat sicherlich auch noch irgendwo Kavallerie. Bin ich überzeugt davon, dass der das hat. Aber das ist auch sowas von, die Anfänger, die bleiben immer so ein bisschen passiv. Und, ja, kann man eigentlich dann ziemlich... Hat er überhaupt Kavallerie mit dabei? Ja, eine Kriegermönchskavallerie. Sonst hat er eigentlich nur Katanas. Eine Ashigaru-Einheit noch. Bogeneinheit hat er noch. Ja, ja. So, komm, holt euch dieses Dojo. Hätte jetzt eigentlich auch eine leichte Kavallerie hier hinschicken können, um das zu holen. So, also machen wir hier mal so eine Flanke machen. Gut. Jetzt zieht er. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass er mit seiner ganzen Armee hier rüber zieht zum Dojo, wenn er merkt, dass ich das Dojo holen will. Ja, ja. Also wie gesagt, Turnier nochmal ganz kurz. VMS Championship Turnier steht an. Anmeldefrist läuft noch bis zum 16. März. Ich habe ja ein Infovideo gemacht dazu. Meldet euch an. Das ist ein witziges Turnier. Ich hoffe, es machen sehr, sehr viele Leute mit. Wirklich hoffe das. Weil, ja, hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass so ein Turnier von einem deutschsprachigen Clan organisiert wurde. Und das ist schon nicht so, ja, zu verachten, würde ich jetzt mal sagen. Ich hole mir jetzt noch das Bauernhaus. Kann nicht schaden. Ja. Macht da mit. Unbedingt. Meldet euch an. Keine Angst, dass es irgendwie, ja, dass man da irgendwie sein Gesicht verlieren könnte oder was auch immer. Das ist so vor allem darum gehen, Fun zu haben, Spaß zu haben. Und, ja. Also ich mache auch mit. Weiß nicht, wie weit ich dann kommen werde mit meinem zweiten Avatar, aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ehrlich gesagt. Jetzt kommt er mit den Katanas und mit seinem Bogen-Samurai. Jetzt ziehen wir uns natürlich ein bisschen zurück. So. Was hat er hier noch? Katanas-Samurai. Ja, hier könnten wir natürlich dann einen schönen Charge machen in die Katana. So, die Werkstatt habe ich. Kommen wir mal mit den Begleitern hier hin. Wenn ich das Bauernhaus habe, dann greife ich ihn an. Oh ja, mach das. Hier, das wäre super jetzt. Jetzt kann ich ihn... Vielleicht, es gibt vielleicht einen schönen Charge mit der leichten Kavallerie hier. So, haben wir das Bauernhaus auch? So, das greifen wir an. Auf geht's. So, meine Freunde, meine lieben Freunde. Bauernhaus. Mach schon mit dem Bauernhaus hier. Yep. Yep. Aufsitzen. Oh, jetzt habe ich es verpasst. So, dann machen wir hier einen schönen Charge in seine Katanas. Ding.
Ja. Gut, und wieder raus. Und wieder raus. Und wieder raus. Und wieder raus. So, gleich nochmal. Mit der leichten Kavallerie. Komm, 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 komm. Ja. Noch ein schöner Charge. Boom. Boom. Ja, und wieder raus. Und wieder raus. So, raus, 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 raus. So, Begleiter töten. So, und los geht's. Kommt, 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 auf geht's, vorwärts. Leute, haben nicht den ganzen Tag Zeit hier. Was kommt denn hier an? Katana Samurai, So, und los, töten, 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 töten. Nochmal einen schönen Charge hier. Ja. Yari-Kavallerie ist weg. Ich meine nicht Yari-Kavallerie ist nicht weg, aber... So. Gehen wir mit dem Nahkampf-Chan hier rein. Leichte Kavallerie hier rüber. Was hat er hier noch? Kriegernon. Bah. Oh, nein, meine leichte Kavallerie habe ich verloren. Nicht gut. Nicht gut. Die Bogen-Samurai rein. In den Chan rein. Banzai drücken. So. Bogen. Ja, die Kavallerie raus, 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 raus. Oh, ich habe ja noch eine leichte Kavallerie hier. Hier durch, kommt. Jawohl. Raus mit der Yari-Kavallerie. In den Gen rein. Naginata-Begleiter. Ja, gut. Tja. So kann man auch Punkte holen. Also zum Clanmarken sammeln ist die leider im Moment ganz witzig. Wenn ihr Competition wollt und wenn ihr eine Herausforderung wollt, dann nicht. Außer ihr kriegt in jedem sechsten Spiel RTK Twig, dann ist es natürlich eine Competition. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich. Ja. Mal schauen, was ich diesmal kriege. Vielleicht kriege ich wieder eine... Juhu! Diesmal hat einen Fähigkeitenpunkt gekriegt und ist jetzt auf Level 8. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch wieder... Ich glaube... Ah, Kisho Ninja. Schön. Ich glaube, jetzt kriege ich auch wieder Veteranen-Slots, wenn ich mich nicht täusche. Kann das sein? Jawohl! Jawohl! Jawohl, es kann weitergehen, es kann weitergehen. Freude herrscht. So. Noch mehr Clanmarken hier. Und... Ne, leichte Kavallerie brauche ich definitiv nicht. So. Mal schauen, wie es aussieht. So, die ganze Insel, das ganze Insel-Kasumpel habe ich jetzt erobert. Jetzt kommt wirklich nur noch... Hier hinten habe ich alles. Ja. Jetzt kommt hier wirklich nur noch das hier. So. Also ihr seht schon. Ich meine, jetzt habe ich hier 66 Veteranen-Slots. Das ist ja nichts. Also wenn man es vergleicht mit meinem anderen Avatar, auf dem habe ich nicht weniger als 127. Also das ist... Das ist schon nicht ganz dasselbe, aber eben, das Problem ist wirklich bei meinem anderen Avatar, ich meine, ich habe die Einheiten teils so, ich meine, schaut euch mal diese Feuerkavallerie an hier, die ist völlig verskillt. Ich meine, ich habe dir, hab dir Punkte auf Geschwindigkeit gegeben, 2 Punkte auf Moral. Ich meine, Level 9 kostet über 1400 Koku. Und das sind einfach so Sachen, die haben mich immer genervt. Deshalb habe ich jetzt Gizmo gemacht, Gizmo the Hooker. Und ja, er ist mein Freund. So, kann ich hier keinen Verlust gegen Speere machen und am Ende kriege ich noch die verstärkte Leibwache dann. Ist schon ein ziemlich starker Gen jetzt eigentlich. Hat jetzt Banzai schon, Rüstung ist voll, kein Verlust gegen Speere jetzt. Das heißt, ich kann mit ihm in Yari-Samurai reinchargen. Und das mag ich eben ganz gerne. Mal ganz kurz bei den Veteranen schauen, was ich jetzt noch... Ich habe jetzt wieder 10 Punkte. Dann mache ich jetzt nochmal einen Nodachi hoch hier. Jawohl. Also ihr seht, ich habe jetzt 4 Nodachis, 2 davon sind schon auf Level 5, 2 sind noch auf Level 4 und jetzt holen wir hier den dritten nach oben mit Nahkampfangriff. Klassisch geskillt, zweimal Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, Moral, ja und dann nochmal 2 Punkte auf Nahkampfangriff. Meine geliebten Schwerter. Zack, 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 zack. Knifey Hanky, Forky Gorky und Idatched Quattro. Was habe ich noch? Swordy Gordy habe ich auch noch. Gut.
Also das reicht jetzt für heute. Mein Gelaber. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und wir sehen uns bald wieder. Und Gizmo the Hooker sagt Tschüss.